Wochenende ist wieder angesagt und wir nützen die Chance, wieder auf die vergangene Kalenderwoche zurückzublicken. Einiges war los und wir starten gleich mit dem Lehrlingsball. Am kommenden Samstag findet Lehrer am Ball 2012 statt. Es ist der größte Ball in ganz Vorarlberg und wir waren bei den Vorbereitungen mit dabei. Der Lehrlingsball der Vorarlberger Industrie wird bereits zum 5. Mal veranstaltet und hat sich zu einem Fixtermin im Ländle entwickelt. Und auch heuer wird den Gästen wieder ein großartiges Programm geboten. Ländle TV durfte sich bei den Vorbereitungen unter die Leute mischen. Zu Beginn des Balls steht wie immer die Polonaise. Diese wird in der Tanzschule Hible in Dornbirn einstudiert und geprobt. Juanita Hible bringt den Lehrlingen hier nicht nur die richtigen Schritte und den Ablauf bei, sondern auch das richtige Verhalten. Und die Jugendlichen sind mit voller Aufmerksamkeit dabei. Von der eleganten und noblen Polonaise geht es weiter zu den Show-Einlagen. Die Lehrlinge fanden sich in der Tanzschule Move for Style in Hohenems ein, um mit Fatmir Zuberi die Einlagen perfekt auszuarbeiten. Allzu viel soll noch nicht verraten werden, so viel kann aber gesagt werden, es wird spektakulär. Nicht weniger anstrengend ging es bei den Ausbildnern zu. In der Dancehall in Götzis wurde auch hier gemeinsam mit Coach Alfredo Karl die Choreografie geübt und verfeinert. Die Freude, das Geübte endlich auf der Bühne im Bregenzer Festspielhaus zu präsentieren, ist bereits riesig. Dass dieser Ball überhaupt stattfindet, ist der Sparteindustrie der Wirtschaftskammer Vorarlberg zu verdanken und vor allem natürlich der Hauptorganisatorin Hava Bakali. Und sie war auch in der vergangenen Woche bei uns zu Gast. Wenn wir jetzt an den Lehrlingsball einmal rangehen, den gibt es jetzt mittlerweile seit 5 Jahren. Kannst du mal ein bisschen zurückblicken vielleicht? Wie hat denn das angefangen? Wie hat sich denn dieser Ball entwickelt in den letzten Jahren? Am Anfang war so die Idee dahinter, wie gibt man der bestehenden Lehrabsolventenfeier eine Möglichkeit, wo Familie, Freunde mitfeiern können, die Lehrabsolventen ehren können und mit dabei sein können. Das war so die Grundüberlegung. Wir haben uns dann den Blumen-Lehrlingsball angeschaut, dann gab es den Liebherr-Lehrlingsball und sind dann auf die Idee gekommen, wir könnten das dann einem breiteren Publikum anbieten. Und so ist die Idee entstanden. Wie sich das Ganze entwickelt hat, war sehr spannend. Ja? Mit null Erfahrung am Anfang und mit Bedenken, ob sich das etablieren wird oder nicht. Aber mittlerweile ist es die Veranstaltung im Land. Ja? Das kann man wohl sagen, die Veranstaltung ist auch heuer wieder restlos ausverkauft. Einen ausführlichen Nachbericht sehen Sie ab Montag hier bei Ländle TV der Tag und ab Dienstag dann im Ländle TV Wochenmagazin. Jetzt geht's weiter mit einem ganz anderen Thema und zwar mit dem Tourismus. Die Touristiker in Vorarlberg blicken mit Freude auf die kommende Saison. Das Land Vorarlberg hat in dieser Woche eine neue Strategie für die nächsten Jahre vorgestellt. Tourismusstrategie 2020. Das Land Vorarlberg hat heute die Pläne im Bereich Tourismus für die nächsten Jahre präsentiert. Man hat sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten Jahren eine führende Tourismusregion in Europa zu werden. Landeshauptmann Markus Wallner betonte, dass der Tourismus entscheidend zur wirtschaftlichen Stärke und Lebensqualität des Landes beitrage. Im Landesbudget 2013 werden über 2 Millionen Euro zur Förderung der 6 Vorarlberger Tourismusdestinationen bereitgestellt. Es gibt 2 Bereiche, wo wir in diesem Jahr strategisch tätig geworden sind. Es ist eine neue Tourismusstrategie entwickelt worden, ein neues Tourismuskonzept. Gerade heute in der Regierungssitzung sind die ersten Projekte dazu auch verabschiedet worden. Kommende Woche werden wir das ein bisschen intensiver vorstellen. Das heißt, ein weiterer Schwerpunkt, der weit in die Zukunft reicht fürs kommende Jahr, ist der Beginn der Umsetzung der neuen Tourismusstrategie. Einiges umsetzen möchte man auch in der Marktgemeinde Lustenau, vor allem wenn es um die Stadionfrage geht. Dieses Thema war auch eines davon, zu dem Bürgermeister Kurt Fischer bei meinem Kollegen Marc Gechter Stellung nahm. Ja, in Lustenau gibt es natürlich mehr als nur Fußball, aber es ist eine wichtige Frage und wir werden jetzt die nächsten Wochen und Monate nützen, um auch das Thema eines neuen Stadions zu prüfen, ganz intensiv zu prüfen, damit wir eine Entscheidungsgrundlage dann gemeinsam mit den Vereinen haben. Wenn es hoffentlich so ist im Frühjahr, dass die Austria Lustenau in die Bundesliga aufsteigt. Der Bundesliga-Aufstieg wäre quasi ein Ankick für ein neues Stadion. Da werden auch in der Frage totale Experten mit einbezogen, oder? Wir haben deutsche Experten, die wirklich hervorragende Referenzen haben, die Profis sind im Bereich Stadionentwicklung. Auch vor allem in der Frage multifunktionale Nutzung, das ist uns besonders wichtig. Natürlich wird die
vorrangige Nutzung Fußball sein, aber ein solches Konzept kann nur, wenn überhaupt, aufgehen, wenn man das Projekt auch multifunktional nutzen kann. Dieser Frage gehen wir nach, gemeinsam mit den Vereinen, denn der erste Termin ist Ende November, ich freue mich schon darauf, wird ein spannender Entwicklungsprozess. Wir bleiben hier natürlich mit Sicherheit für Sie am Ball. Große Wellen schlug am vergangenen Donnerstag die Meldung eines Störfalls im AKW Betznau. Die Betreiber mussten das Atomkraftwerk vom Netz nehmen. Grund für die Schnellabschaltung war eine Störung bei der Bespeisung des Dampferzeugers. Wie die Betreiber informierten, sei dieser aber in einem nicht-nuklearen Teil des Kraftwerks. Weiters funktioniere alles bestens und die Sicherheit sei zu jeder Zeit gewährleistet gewesen. Kritiker sehen sich durch die Abschaltung und die Probleme bestätigt. Die Abschaltung bestätigt ohnehin, dass das ruinöse AKW die reinste Zeitbombe ist. Alle, die mit Betznau zu tun haben, sagen das auch öffentlich. Nur die Betreiberseite versucht es zu vertuschen. Auch die Vorarlberger Grünen kritisieren die Betreiber des AKW. Die offenbar erforderlich gewordene Schnellabschaltung aufgrund eines Störfalls zeigt, dass dieser Schrottreaktor endlich vom Netz gehört. Am besten wäre es, dass die erfolgte Schnellabschaltung genützt würde, um das Kraftwerk überhaupt nicht mehr hochzufahren und für alle Zeiten abgeschaltet zu lassen. Bereits im März des Jahres musste der Reaktor Block 2 aufgrund einer Störung abgeschaltet werden. Das AKW Betznau ist das älteste in Betrieb befindliche Atomkraftwerk der Welt. Es gab aber natürlich auch bessere Nachrichten in den vergangenen Tagen. Die Vorarlberger Nachrichten haben den Klimaschutzpreis 2012 verliehen. Hier werden die besten Ideen im Bereich Klimaschutz prämiert. Und wir haben hier die besten Bilder für Sie zusammengefasst. Zum dritten Mal haben die Vorarlberger Nachrichten die besten Ideen zum Klimaschutz geehrt und ausgezeichnet. Bei der Veranstaltung im JJ Endersaal in Meda wurden die Preise verliehen. Das ambitionierte Ziel Energieautonomie 2050 kann nur durch engagierte Personen vorangetrieben werden. Mit dem Klimaschutzpreis der VN sollen diese vor den Vorhang geholt werden. Das ist natürlich für uns und speziell für das gesamte Team eine Riesenauszeichnung, eine Riesenbestätigung in der Arbeit und gibt auch gerade solchen Projekten wie wir sind, wo langzeitarbeitslose Menschen beschäftigt werden, ein gutes Bild, dass dort auch Leistung gebracht wird. Ja, wir fühlen uns natürlich sehr geehrt, das ist schon klar. Wir halten auch die Initiative der Vorarlberger Nachrichten für sehr gut und wir danken auch den Vorarlberger Nachrichten für diesen Preis, mit den Partnern natürlich für diesen Klimaschutzpreis. Wir haben uns ehrgeizige Ziele gesetzt im Bereich des Klimaschutzes und der Umwelt. Sprich, wir wollen bis 2015 50% des öffentlichen Energiehaushaltes über erneuerbare Energieträger abdecken. Ein Highlight der Veranstaltung war dann noch der Vortrag von Dr. Daniele Ganser. Der Schweizer Historiker, Energie- und Friedensforscher erläuterte, wie es um die energiepolitische Zukunft der Erde steht. Der Klimaschutzpreis 2012 zeigte also wieder, was alles möglich ist und man darf den Gewinnern gratulieren. Ein wichtiger Punkt, wenn es um das Sendeprofil von Ländle.tv geht, ist der Ländle-Talk. Hier stellen sich Persönlichkeiten aus Vorarlberg den Fragen der Ländle.tv-Moderatoren. In dieser Woche talkte die Direktorin der Landesberufsschule in Lochau, Andrea McGown, mit Bianca Oberscheider. Sie sind seit einem Jahr als erste Frau Direktorin der Landesberufsschule in Lochau. Wie ist es dazu gekommen? Ich war 20 Jahre lang bereits Berufsschullehrerin an der Landesberufsschule Bregenz, früher kaufmännische Berufsschule. Und der Direktor der Landesberufsschule Lochau ging letztes Jahr in Pension und die Stelle wurde vakant. Ich habe mich beworben und diese Stelle bekommen. Einiges los, also in der vergangenen Woche hier bei uns im Ländle.tv, der Tagstudio. Bei uns geht es jetzt noch weiter mit dem Wetter fürs Wochenende. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch ab Montag wieder mit dabei sind und ich darf mich verabschieden. Tschüss. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Hämmerle Bar, demnächst in Dornbirn. Am Sonntag wird es recht sonnig, auch wenn zeitweise wieder Wolken über die Berge ziehen. Es bleibt trocken und weiterhin recht mild, die Tiefstwerte minus 1 bis 6 Grad, die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 12 Grad. Am Montag bleibt es dann oft sonnig, möglicher Nebel im Bodenseeraum lichtet sich tagsüber, es wird vor allem auf den Bergen und im Oberland föhnig. Und am Dienstag ist es dann stark bewölkt bei Temperaturen von 6 bis 12 Grad.